Hier ist es drin, das Ergebnis vom DNA-Test. Von dir. Und das ist kein Witz, dafür habe ich ihm persönlich sogar eine Speichelprobe entnommen, nachdem wir zusammen im Bergwerk waren. Und da ist der Beweis, Olaf. Olaf, du kommst ja aus Dresden. Ja. Aber bist du denn auch wirklich Ossi? Also richtig so vom Blut her? Ja, ja. Also es stand wirklich in der Zeitung geschrieben, ich wäre das Gesicht des Ostens. Meine Freundin hat gesagt, das würde gar nicht stimmen. Ich würde noch viel schlimmer aussehen. Aber ich bin wirklich 100% Ossi, ja. Ich will es genau wissen. Wir machen einen DNA-Test. Wir gucken mal, was alles in dir steckt. DNA-Test? Ja. So, jetzt muss den Mund aufmachen. Ah. So, pass auf. So, hier. Das kommt jetzt hier rein. So, jetzt ist dein Speichel da drin. Dieser Speichel wird jetzt im Labor untersucht. Damit gehe ich jetzt ins Labor. Im Labor? Ich dachte, du siehst das gleich. Nee, das wird jetzt, da gehe ich jetzt ins Labor. Das wird dann untersucht. Aber wenn das Ergebnis rauskommt, also falls ich wirklich ein Wessi bin, ja. Nie, dass ich noch mein Begrüßungsgeld zurückgeben muss. Nee, das bleibt unter das. Das Urvolk deines Vaters sind die Kelten. Das ist kein Witz. Das ist wirklich so. Die Kelten? Die Kelten. Das könnte stimmen. Ich bin sehr oft erkältet. Da. Aber krass. Guck mal. Kelten. Ja. Ich weiß auch, und von deiner Mama das Urvolk, das sind die Germanen und Wikinger. Weißt du, Wikinger, die mit dem Bart und so. Germanen. Die Wikinger, das sind die aus dem Norden, die Schränke ja, mit so Bärten mit und so. Meine Mutter hat ja auch, hat sogar einen Schnauzbart am Steiß. Also die ist schon auch. ja, so. Ist schon eine. Aber ganz krass, du hast richtig schöne deutsch-germanische Urvölker. Hm? Richtig so deutsch. Also du darfst dein Begrüßungsgeld behalten. Okay. Aber jetzt pass auf, die Ursprungsregion deiner Eltern, hier sieht man es, glaube ich, genau. 100% bist du Europa. Also du bist 100% Europa. Ich bin ja. Europa. Ja. Ja, also, ist die Frage, was ist dann der Rest? Also es klingt erstmal gut. Ich nehme das Urteil an. Okay. Ist es rechtsverbindlich? Aber jetzt pass auf, es geht noch weiter. Jetzt pass mal auf hier. Siehst du übrigens deine prähistorischen Vorfahren, die kommen von Ägypten aus nach Europa. Hier, so. Guck mal, so sind die gewandert damals, die prähistorischen Vorfahren. Mit Rauschbrille? Mit Rauschbrille, ja. 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 So kann man sagen. Man muss dazu sagen, damals gab es ja noch keine Kreuzfahrtschiffe. Ne? Sonst wären die ja direkt. Gab es ja nicht. Apropos Schiff, das hat auch mit deinem berühmten Vorfahren zu tun. Ich habe mein berühmtes Vorfahren war Schiff, Schiffer oder was? Nee, aber nach ihr wurde ein Schiff benannt. Oho. Ja, und jetzt pass auf, das ist wirklich wahr. Die DNA gleicht sich mit Queen Victoria. Mit der bist du verwandt. Also die Oma von der Queen Elizabeth. Das ist jetzt kein Witz, das ist so, das haben die im Labor. Also du bist mit der DNA verwandt. Krass, oder? Auf die Knie. aber ich habe es immer geahnt, dass, ja? Also das heißt, wird mir niemand glauben, aber ich hätte Anspruch auf den Thron. Also ich wäre hier König Olaf. Olaf, der Gesottene von England. Es gibt sogar eine Ähnlichkeit mit Queen Victoria. Oha. Mit dir und der Queen. Doch, guck mal hier.